Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Mit unserem Antrag wollen wir erreichen, dass das Ausschreibungsverfahren für die Vergabe der Stromnetzkonzession aufgehoben wird und die Vergabe der Stromnetzkonzession neu ausgeschrieben wird. Nun haben die Koalitionsfraktionen zusammen mit den Piraten im Hauptausschuss empfohlen, diesen Antrag abzulehnen. Das kann man machen, das ist uns auch relativ egal, solange Sie das machen, was wir vorschlagen. Und das passiert ja auch gelegentlich. Ich kann mich erinnern, wir haben vor circa einem Jahr den Antrag gestellt, dass der Senat Verhandlungen mit den Anteilseignern der GASAG aufnehmen soll, mit der Zielsetzung, Eigentumsanteile an der GASAG, und zwar Mehrheitsanteile und unternehmerische Führung in der GASAG, zu erreichen. Dieser Antrag schmort seit einem Jahr in den Ausschüssen. Aber Sie machen ja jetzt das, was wir beantragt haben. Insofern sind wir zufrieden und wir hoffen, dass es mit diesem Antrag trotz Ablehnung genauso geschieht. Und ich habe mit Freude zur Kenntnis genommen, dass der Senat die Frage, ob er das Konzessionsverfahren auf Null zurücksetzt und neu ausschreibt oder ob er das Verfahren fortsetzt nach einigen Korrekturen, dass er diese Frage noch in der Schwebe lässt. Ich will an dieser Stelle noch mal argumentieren, weshalb wir dafür plädieren, das Vergabeverfahren abzubrechen und wegen einer Vielzahl von rechtlichen Mängeln aufzuheben und neu auszuschreiben, will ich noch mal die Argumente dafür darstellen. Der erste wesentliche Grund ist der, dass mit dem Urteil im Verfahren zur Vergabe der Gasnetzkonzession mit dem Gerichtsurteil ja erhebliche Rechtsunsicherheiten aufgetreten sind, egal wie man das Urteil im Einzelnen bewertet. Diese rechtliche Unsicherheit existiert. Und wie die Berufung ausgeht, weiß man nicht. Das heißt, darauf zu setzen, dass das Land Berlin in der Berufung Erfolg hat, ist in gewisser Weise ein Wabonk-Spiel. Man kann dabei gewinnen, man kann aber auch verlieren. Und wir wollen, das ist unser Interesse, die Risiken ausschließen und deshalb Zurücksetzung des Verfahrens, weil nur ein Teil der Mängel, die das Landgericht am GASAG-Verfahren gesehen hat, nur ein Teil dieser Mängel im Verfahren selbst zu beheben sind, nicht alle. Und vor allen Dingen die entscheidende Frage, ist Berlin Energie bieterfähig und dürfte Berlin Energie überhaupt zugelassen werden im Verfahren? Eben diese Frage kann im Verfahren nicht mehr geklärt werden. Und deshalb sagen wir, das Verfahren muss zurückgesetzt werden, Berlin Energie bieterfähig aufgestellt werden, sowohl was die Personal- und Kapitalausstattung ausgeht, als auch was die Frage einer eigenständigen Rechtsform angeht. Wer das Verfahren nicht zurücksetzt, sondern das Verfahren weiter betreibt, geht damit das Risiko ein, dass es keine Chance auf eine hundertprozentige Rekommunalisierung gibt. Und wir wollen die Chance einer hundertprozentigen Rekommunalisierung des Stromnetzes bewahren. Zweiter Punkt. Wenn das Verfahren fortgesetzt wird und sich in den weiteren rechtlichen Auseinandersetzungen nicht die Rechtsauffassung des Senats durchsetzt, was ja in der ersten Instanz beim Gasverfahren der Fall gewesen ist, dann hat Vattenfall letztendlich eine extrem komfortable Position in diesem Verfahren. Es ist der einzige Bieter für das 100%-Los und der Bieter für die Kooperationslösung im Wettbewerb mit der Bürgerenergie. Da melde ich auch meine Zweifel an, ob das ein Selbstgänger ist, dass Bürgerenergie sich an dieser Stelle durchsetzt. Das heißt, wer auch seine Verhandlungsposition gegenüber Vattenfall stärken will, muss für eine Zurücksetzung des Verfahrens sein. Lassen Sie mich noch einen letzten Satz sagen zu dem Antrag, den wir jetzt hier nicht an diesem Punkt behandeln, dem Antrag der Piraten. Selbstverständlich ist es so, dass der Senat nicht verhandeln darf über die Frage,
der Stromnetzkonzession in den Gesprächen mit den Gesellschaftern. Ich glaube, das ist dem Senat auch bewusst, weil alles andere wäre Harakiri. Und deshalb geht die Kritik der Piraten an dieser Stelle auch fehl, sondern das, was der Senat an Verhandlungen führt, muss sauber getrennt sein von der Vergabe des Stromnetzes. Das ist ein eigenständiges Verfahren. Und die Frage, ob man Gesellschafteranteile an der GASAG oder Gesellschafteranteile an Vattenfall erwirbt, hat nichts zu tun und darf nichts zu tun haben mit der Stromnetzkonzession. Und ich halte ich hier noch mal fest, und ich denke, das ist auch die Position des Senats. Jedenfalls hat das gestern in der Enquetekommission der Senator so erklärt. Und deshalb, liebe Piraten, ist der erste Punkt eures Antrags eine Selbstverständlichkeit und richtig. Der zweite Punkt allerdings fatal, nämlich dann zu fordern, das Stromnetzverfahren muss fortgesetzt werden. Damit läuft man genau in diese Probleme rein, die ich geschildert habe und die wir nicht wollen. Wir wollen ein Zurücksetzen des Verfahrens. Wir wollen die Chance auf eine hundertprozentige Rekommunalisierung des Stromnetzes wahren. Und wir wollen, dass die Verhandlungsposition des Landes gegenüber Vattenfall eine gute ist und in dieser Verhandlungsposition nicht geschwächt wird.